Guten Morgen. Gleich 6 Uhr, ist es schön, dass Sie bei uns sind. Jetzt geht's um Urlaub, ob zu zweit nach Ägypten oder alleine unterwegs oder mit der Familie nach Mallorca. Last-Minute-Schnäppchen sieht man fast an jeder Ecke. Ja, nun die große Frage. Wo sollte man seine Reise jetzt am besten noch buchen? Den Frühbucherrabatt beim Reisebüro, was kann man den jetzt noch mitnehmen kann? Vielleicht gibt's da noch ein paar Möglichkeiten. Im Internet verbringen viele jetzt ganze Tage, damit man da irgendwas findet. Oh, am Flughafen könnte man auch mal direkt fragen, haben Sie noch was? Kann man direkt losfliegen, ne? Eine steht fest, Last-Minute-Angebote sind nicht automatisch günstig. Und deswegen hat sich Preischecker Paul auch mal aufgemacht und einen Test gemacht. Der Sommer beginnt und damit auch die Hauptreisezeit. Der Urlaub wird aber nicht immer lange im Voraus geplant. Vor allem Singles und junge Paare reisen gerne spontan. Auch Paul möchte verreisen und das möglichst günstig. Gran Canaria, Palma oder Ibiza. Es gibt so derbe viele schöne Ziele mit Sonne, Strand und Meer. Und das ist auch genau das, was ich will, denn ehrlich gesagt, ich bin reif für Urlaub. Aber wichtig für mich ist dabei, dass das Ganze gut sein muss. Natürlich muss es schnell gehen und es muss günstig sein. Und wie ich das zusammenkriege, schaue ich mir heute mal an. Dafür vergleicht er verschiedene Angebote. Vom Flughafen, Reisebüro und aus dem Internet. Am Flughafen fängt er an. Klingt schon mal vielversprechend. Billiger komme ich hier kaum weg, wird mir gesagt. Kleine Preise, Riesenurlaub. Ob das wirklich so ist, probiert Paul am Stand von Reiseexpertin Mariam Comeli aus. Moin. Einen wunderschönen. Hi, was kann ich für dich tun? Ich habe ein Anliegen und zwar bin ich reif für den Urlaub. Ich muss hier weg. Du bist reif für die Insel. Insel, erstmal Urlaub, das ist mir wichtig. Okay. Pauls Kriterien, 3 Sterne, Abflug in 2 Wochen, Halbpension, nah am Strand und das natürlich möglichst günstig. Sein Wunschreiseziel, Kroatien. Du hast ein festes Budget oder was hast du dir preislich? Du überrasch mich mal, was dabei rauskommt. Okay, ich schau mal. Guck mal, ich habe jetzt ein Hotel hier, was direkt am Strand liegt. Okay. Guck es dir an. Das sieht ja alles jetzt ganz nett aus. Sag mir doch mal, was kostet der Spaß? 409 Euro inklusive allen Zuschlägen, allen Gebühren. Es ist alles dabei, keine versteckten Kosten. Ja, super, der Preis hört sich ja schon mal nicht verkehrt an. Aber ich muss dich das fragen, ist das irgendwie so, dass du daran jetzt wie beim Reisebüro was mitverdienst? Also kassierst du eine Provision oder sowas? Selbstverständlich, okay. Klar, umsonst macht das ja keiner. Boah, kann aber sein. Ich kann dir eins versprechen, diese Provision zahlst du auch im Internet. Klingt plausibel, aber das muss doch trotzdem noch günstiger gehen. 409 Euro, das hört sich schon mal ziemlich vielversprechend an für 3 Sterne. Es ist direkt in Strandnähe. Ob das im Internet oder sonst wo günstiger geht, weiß ich nicht. Mal sehen. Paul möchte herausfinden, ob es das Angebot auch im Internet gibt. Er sucht nach demselben Hotel und derselben Flugverbindung. Das Ergebnis klingt vielversprechend. Nun habe ich doch nach einigem Suchen dasselbe Hotel wie vom Flughafenangebot gefunden. Allerdings ist es nicht ganz einsichtig für mich, wie sich hier der Preis zusammensetzt. Denn im Gegensatz zum Flughafen für 409 Euro finde ich es hier im Internet für 317 bis 366 Euro. Also ein ganz anderer Preis. Dasselbe Hotel, derselbe Flug und das 92 Euro günstiger. Da muss es doch einen Haken geben. Und wer sucht, der findet. Wie sich das Ganze zusammensetzt, verstehe ich irgendwie nicht. Wenn ich aber auf die Details gucke, sehe ich, das Flughafenangebot hat zum Beispiel ein Transfer für hin und zurück inklusive, was ich hier nicht finden kann. Bei einer Strecke von 150 Kilometern ist die vermeintliche Ersparnis dann ganz schnell weg. Nun war ich bereits am Flughafen, am Last-Minute-Schalter, habe das halbe Internet durchforstet. Ich habe aber das Gefühl, immer noch nicht die ganze Bandbreite abgedeckt zu haben. Deswegen werde ich jetzt mal ganz klassisch ins Reisebüro gehen, denn ich glaube, das geht immer noch ein bisschen günstiger. Mit versteckter Kamera macht Paul den Test. Auch hier gilt dasselbe Hotel, dieselbe Flugverbindung. Gibt es auch hier einen Preisunterschied? Das sind jetzt Flugtransfer und Halbpension im Sparzimmer. Das würde bei 405 Euro liegen. 405 Euro, das ist ja geil. Im Internet habe ich das gefunden für 317 Euro. Mhm. Da musste ich dann aber ganz schön lange blättern und blättern, bis ich dann irgendwann drauf gekommen bin, dass das ohne Transfer ist. Mhm. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, dass das hier im Reisebüro günstiger ist. Wir haben auf jeden Fall auch die gleichen Preise wie im Internet, außer es ist irgendwo so ein Anbieter, der richtig von der Seite ist. Aber die normalen Veranstalter, die kochen ja auch alle nur mit Wasser im Prinzip. Also die greifen ja auf dasselbe zu wie Sie wahrscheinlich. Genau.
Mit 405 Euro pro Person haben wir im Reisebüro ein günstigeres Angebot bekommen als am Flughafen. Bei beiden wurde Paul super beraten. Das anfänglich günstige Internetschnäppchen entpuppte sich als Reinfall, denn die Transferkosten liegen in der Höhe der Ersparnis. Paul weiß jetzt, wo er die Reise bucht. Mein Fazit: Die nächste Reise werde ich definitiv im Reisebüro buchen. Die Frau war nicht nur super nett und super kompetent, nein, sie hat mir auch noch einen günstigeren Preis rausgesucht. Und auf meine Frage hin bezüglich Internetpreise sagte sie mir: Du, wenn du unsicher bist oder mal eine Frage hast, zöger nicht, ruf uns gerne an. Wir freuen uns, wenn wir helfen können. Also, die Leute sind super und ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Reisebüro lohnt sich definitiv.